wie sehr das mit Angst behaftet ist. Mit Ihr einer, Blick auch nicht, so ja, dieses ja, ja, mit einem sich fürchten, dass man das tut, sieht man natürlich auch durch diese beiden Gesichter, wie sehr hier auch Bigotterie ein bisschen dahinter ist, durch diese betenden Hände. Das Gleiche, gleichzeitig ist alles wirklich, ich habe schon zweimal gesagt, direkt am Abgrund. Ein großes Meisterwerk. Wir sind einmal mehr im Leopold Museum und wenn es einen Maler gibt, der eng verwachsen ist mit diesem Hause, dann ist es der Egon Schiele. Schiele, genau. Der Museumsgründer Rudolf Leopold war ja der erste große Schiele-Sammler. Und wir haben es hier gleich mit einem, zwar nicht so großen, aber einem der bedeutendsten Bilder von Egon Schiele zu tun, aus dem Jahr 1912, das ein Thema zum Inhalt hat, das in dieser Zeit natürlich ganz außerordentlich unter den Fingernägeln gebrannt hat, aber eigentlich nicht Thema sein durfte, nämlich die Sexualität. Ist aber natürlich etwas, was, also in dem Fall ist es ja ein Kardinal und eine Nonne, also da geht es jetzt nicht um Sexualität, sondern auch um Sexualität, die so ganz und gar nicht sein darf. Und ich glaube, daran hat sich ja auch nicht so viel verändert. Also wir sind heute 110 plus Jahre später und würde heute noch so ein Bild als Provokation empfunden werden. Ich glaube, dass diese Provokation absichtlich war, um zu zeigen, wie sehr dieses Thema Erotik und Sexualität keines sein darf, denn die Kombination zwischen einer Nonne und einem Kardinal war sowas von verboten, dass verboten war gar nicht möglich. Interessanterweise ist das Ganze in eine Dreieckskomposition eingebaut. Dreieckkompositionen sind sonst vor allem bei religiösen Darstellungen üblich. Das heißt, Mutter Gottes mit Kind, Mutter Gottes mit Kind und Johannes oder dem Vater, also die sogenannten guten, positiv bedienten oder konnotierten Empfindungen und Gefühle. Und hier ist es die Sexualität, die natürlich auch außerordentlich gefährdet ist. Links und rechts die Abgründe, das Schwarze. Aber es ist natürlich so, das, was du da ansprichst, er hatte fast mit all seiner Kunst, ging es ihm immer auch ein bisschen um diese Provokation. Die Sexualität, die Liebe, das war ja ein großes Thema bei ihm, das hat ihn angetrieben. Und es ging gar nicht anders, glaube ich, habe ich so das Gefühl. Und manchmal ist es ein bisschen unbefänglicher, wenn es eine reine Landschaft ist. Ja. Aber gerade in der Figuration hat er glaube ich, diese extremen Gegensätze fast gesucht. Naja, es war auch in der Zeit. Die Zeit hat natürlich erkannt, dass eine wesentliche Triebfeder des Lebens die Sexualität ist, die Erotik ist. Und der Expressionismus ab 1907, 8, 9 bis zum Krieg und auch danach hat natürlich dieses Thema aufgenommen und erkannt, Leben kann es nur geben, wenn es Sexualität gibt, wenn es Erotik gibt. Wie sehr das verankert ist, wie sehr das bei aller Zugedecktheit und Dunkel und alles Mögliche wird durch diese sehr, sehr prononciert gemalten expressionistischen Beine hier steht, was auf wirklich festem Grund, das Leben steht auf festem Grund, wie sehr das mit Angst behaftet ist. Mit einem sich fürchten, dass man das tut, sieht man natürlich auch durch diese beiden Gesichter, wie sehr hier auch Bigotterie ein bisschen dahinter ist, durch diese betenden Hände. Das Gleiche, gleichzeitig ist alles wirklich, ich habe schon zweimal gesagt, direkt am Abgrund, ein großes Meisterwerk. Und sehr wirklich schön signiert. In die Farbe, ja. In die nasse Farbe gerät die Signatur. 1912. Eines der ganz bedeutenden Bilder der österreichischen Kunstgeschichte. Aber eben nur eines der bedeutenden Schiele-Bilder im Leopold-Museum. Ja. Und das ist auch so, also die Welt, die kunstinteressierte Welt reist nach Wien, um Egon Schiele zu sehen. Mit Recht. Oder nach New York in die Neue Galerie. Ja. Aber das sind die bedeutendsten Plätze für diesen Maler.